Guten Abend und hallo, willkommen zur nächsten Folge OMSI, der Omnibus Simulator 2. Wie versprochen fahren wir jetzt wieder mit unserem Citaro K natürlich die Linie weiter. Wir haben ja jetzt die NE2 gefahren von Recklinghausen Hauptbahnhof zum ZUB. Jetzt schließen wir die Linie NE21 an die Linie an und fahren jetzt weiter von hier ZUB dann zum Oberhausener Hauptbahnhof. Hoffe ich jetzt jedenfalls mal, wenn man hier den Schildern glaubt. Das heißt, wir stellen jetzt erst einmal unsere Anzeige um in NE21 und schildern dann gepflegt um. Oberhausen Hauptbahnhof. Sehr, sehr schön. So, wenn jetzt hier auch alles stimmt, Servus, Servus. Genau, haben wir nämlich da jetzt auch den Fahrplan. 1.20 Uhr, Pferdemarkt, genau, was sagt die Zeit? Oh, ich bin schon wieder zu spät, es darf doch nicht wahr sein. Ah, auf geht's, Freunde. Hoppla. So rum. Ah, grün. Ach so. Scheiße. Was? Linie. Verdammt noch mal. Nein. Nein, das ist die falsche Route. Nächste Haltestelle, Pferdemarkt. Das ist richtig. Stress. So, das wird jetzt keine allzu lange Linie werden. Wir haben es ja auch schon an der Anzahl der Haltestellen gesehen, dass das jetzt wirklich nur eine Kurzlinie ist. Und dann kann ich die Linie NE2, NE21 auch abschließen. Ich bin schon wieder gegen mein Mikrofon gekommen. Die letzte Fahrt der NE2, das war, ja, mittelschwere Katastrophe. Ich bin auch gespannt, gleich beim Schneiden, wie lange ich daran sitzen werde. Aber gut, das erst zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt genießen wir erst einmal die Fahrt auf dem NE21. Falls ihr euch wundert, was ich hier mit meiner Hand mache und ihr den letzten Teil nicht gesehen habt, der Anton liegt jetzt hier bei mir mit auf dem Stuhl. Ich habe mich ganz klein gemacht und er schmust mit mir und schläft. Fünf Minuten schon wieder. Nächste Haltestelle. Knappschaftskrankenhaus.
4,6 immerhin, aber die Zeit verlieren wir jetzt auch wieder, weil wir jetzt schon wieder an einer roten Ampel stehen, die nicht grün wird. Aber wenigstens biegen hier auch Autos ab. Na, das ist die andere. Ist auch geil. Okay, die könnten jetzt hier nach... Okay. Die andere, die jetzt hier abbiegen, die könnten auch grün haben. Deswegen okay. Weil ich war gerade schon wieder am Überlegen, ob das Sinn macht, dass wir jetzt rot haben und die Abbiegerspur hat grün. Aber nun gut. Na komm schon. Aber jetzt sag mir nicht die... Was sind das für Fahrpläne? Och komm, wegen nix. Die Fußgänger haben rot. Seht ihr, das meinte ich halt eben. Mit der Unlogik. Was machen die alle um die Uhrzeit hier? Moin, moin. Hallo. Alter, vielleicht mal ein bisschen besser in die Haltestelle stellen, sodass man dich auch sehen kann. Dämlicher Blach. Guten Tag. Ja, ja, Abend. Ich habe es übrigens nicht vergessen, dass ich mal gesagt habe, dass ich auch irgendwann jetzt mal wieder die Kollision und alles andere einschalten werde. Ja, das Problem an der ganzen Sache ist, bis zum nächsten Teil vergesse ich das. Und wenn es mir dann wieder einfällt, wie jetzt zum Beispiel, dann ist es eigentlich schon mittendrin und dann macht das eigentlich auch keinen Sinn mehr. Insofern, ich mache mir einen Knoten ins Taschentuch, ich verspreche es dann und bei der nächsten Fahrt dann versuche ich dann dran zu denken, dass ich die einschalte. So, wir können jetzt hier mal was anderes einschalten. Nämlich ein bisschen Regen.
Jetzt wird's extra ein bisschen laut im Bus. Dieser Wahnsinnsberg hier. Ich meine, ich bin die Strecke auch schon mal im Original gefahren. Da ist schon ein Gefälle, aber nicht so krass. Es wäre cool, wenn hier, wenn es regnet, auch Regenschirme auf hätten oder an hätten. Das wäre cool. Halt du dich doch einfach mal fest. Hallo. Servus.
Herrlich. Jetzt wird's nochmal richtig voll hier. In unserem süßen kleinen Citaro Car. So, die vorletzte Haltestelle. Die drittletzte, Entschuldigung. Die drittletzte. Seit wann hängen denn da eigentlich die TÜVs? Naja. Hey, machst du, Mausi? Jetzt hat er gemerkt, dass es zu klein ist. Schnauze, aussteigen. Was war das denn? Was ist denn jetzt hier los? Oh nein, bitte nicht. Wenn Omsi jetzt abstürzt, ne? Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Ah, Gott sei Dank. So, Freunde, wir haben es geschafft. Oberhausen Hauptbahnhof ist erreicht. Oh, mit einer Verspätung von 1 Minute 10 Sekunden. Herrlich, herrlich, herrlich. Alles ein bisschen dunkel hier. So, Freunde. Jetzt ist endgültig Feierabend für mich und der Anton. Wir gehen jetzt gleich ins Bett. Vorher wird aber noch gerendert und geschnitten. Und wir sehen uns hoffentlich wieder dann in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, was es dann für eine Katastrophe gibt. Macht es gut. Schönen Abend noch. Jetzt endgültig. NRW bei 18. Adieu.